Geld und teure Geschenke oder verschiedene Spiele und Kreativität? Reiche Babysitterin oder arme Babysitterin? Die reiche Mutter Mrs. Brown verpasst keine einzige Modenschau. Und dieses Mal ist keine Ausnahme. Ich nehme dieses Kleid aus der neuesten Kollektion von Giuliani. Auf diese Schuhe kann ich nicht verzichten. Eine Mrs. ihres Formats muss allen zeigen, wer der wahre Star ist. Die letzte und schwierigste Aufgabe ist es, alles irgendwie zusammenzupacken. Komm schon, gib nach. Oh Mann! Ich weigere mich, irgendwas da rauszuholen. Ich brauche alles. Endlich! Monte Carlo, ich komme. Guten Abend, ich bin Mrs. Turner. Oh, du bist also die... die VIP super teure, brillante, coole, luxuriöse Babysitterin? Ja, das ist richtig. Gut, dann kümmere dich um meinen Schatz. Ich wünsche dir eine gute Reise. Baby, wir beide werden eine tolle Zeit haben. Hey Süße, Mami wird heute Geld verdienen. Die arme Mutter Mrs. Ross denkt gar nicht an schöne Reisen. Ihre Pläne beinhalten eher riskante Abenteuer. Das werde ich auf jeden Fall brauchen. Und sie nimmt keine Schuhe und schicken Kleider mit. Wer weiß, welche Gefahren mich dieses Mal erwarten. Scharfe und schneidende Gegenstände? Das ist ein Muss. Ein Hammer, genau wie beim letzten Mal, ist auch ein Muss. Ah! Die Strumpfbanditin ist wieder am Arbeiten. Tschüss, mein Huhn. Mami ist gleich wieder da. Oh, du bist gekommen. Behalte sie im Auge. Ja, natürlich. Das war's, Lady. Lass uns gehen. Ich werde noch lange hierbleiben. Die reiche Nanny ist Stammkundin in den besten Juweliergeschäften. Sie kann sich alle Arten von Accessoires leisten. Der kleine Prinz kann nicht ohne eine Krone auskommen. Ich nehme sie. Gold, Silber, Diamanten? Der kleine Jet hat alles verdient. Oh, das nehme ich auch. Mach aus diesen Juwelen die schönste Girlande, die du je gemacht hast. Für dich tue ich alles. Und es gibt eine Menge zu tun. Ah, da ist der Geruch des Reichtums. Mrs. Turner ist in ihrer üblichen Form. Guten Tag. Ich komme wegen meiner Bestellung. Bitte schön. Eine echte. Es ist mir ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Hier bitte sehr, genau wie Sie gewünscht haben. Vielen Dank. Mit einer Girlande wie dieser wird der kleine Jet bestimmt die luxuriösesten Träume haben. Der kleine Jet hat dieses Spielzeug verdient. Und das kleine Mädchen ist eine Fee geworden. Wenn du nichts dagegen hast, nehme ich mir einen kleinen Snack. Du willst auch einen? Hier hast du einen. Gut, dass ich einen Eimer mit Hähnchenflügeln versteckt habe. Der letzte. Ein echter Schatz. Hm, aber ich habe sie schon gegessen. Es tut mir leid und du kannst sie sowieso nicht haben. Na gut, kann ich wenigstens eine Banane in Ruhe essen? Großartig, eine Dosis Vitamine ist angekommen. Ah, erschreckt mich nicht so. Hm, ich habe eine Idee. Mrs. Mitchell kann sich keine Goldketten leisten, aber das Baby würde sich auch über eine Girlande aus Lebensmitteln freuen. Hab leckere Träume, Cindy. Oh nein, ich habe keine PS mehr. Ich habe verloren. Hallo du, das ist schon das dritte Mal diese Woche. Jetzt habe ich kein Smartphone mehr. Ich habe ein Geschenk mitgebracht. Es ist doch besser, mit dem neuen Smartphone zu spielen, oder? Ah, Mrs. Turner, machen Sie Witze? Das ist das Modell vom letzten Jahr. Hey, ich habe das kommen sehen, also habe ich ein anderes Smartphone gekauft, nur für den Fall. Was hältst du von diesem hier? Oh, das gefällt mir. Das ist das, was ich wollte. Willst du dich bei deiner Lieblingsbabysitterin bedanken? Oh, diese Kinder. Wer will einen Hotdog? Die leckersten Hotdogs in Troom City. Ich kann doch nicht mit leeren Händen zu Cindy gehen. Tut mir leid, ich leihe mir das. Hey, gib es zurück. Mrs. Mitchell ist schnell, aber Nick bleibt ihr auf den Fersen und verfolgt sie mit Hilfe von Ketchup. Sie kann mir nicht entkommen. Die Soße erkenne ich überall. Puh. Oh, Mrs. Mitchell? Hallo, Schatz. Das ist für dich. Ich hatte nur so einen Hunger.
Oh nein, heilige Würstchen! Sie ist hier! Sir, das ist die Mrs., die meinen Hotdog gestohlen hat! Hm, eine Essensdiebin, hm? Sie werden mit mir kommen müssen. Und sie soll dafür gerade stehen, dass sie die Soße verschüttet hat. Sollen wir anfangen? Einfach nur zu tanzen ist eine gute Möglichkeit, um Kinder zu beschäftigen. Aber wenn du nicht tanzen kannst und dein Kind aber schon, dann mach dich darauf gefasst, dass es mit dir herumalbern wird. Und wie macht er das? Ich gewinne! Du solltest einen Tanzkurs besuchen. Leg dich besser nicht mit mir an. Was war das? Guten Abend. Rose, du wolltest mich sprechen? Mike, du weißt, was zu tun ist. Du solltest dich nicht über deine Babysitterin lustig machen, die vielleicht einen Weltmeister im Tanzen unter ihren Freunden hat. Komm schon, Mike, erteile ihm eine Lektion. Er ist so schnell. Ich kann nicht mithalten. Jetzt ist Jet eindeutig nicht mehr zum Lachen zumute. Oh, mir ist schwindelig. Du wirst wissen, wie du über mich lachen kannst. Tut mir leid, das werde ich nicht noch einmal tun. Gut gemacht. Gern geschehen. Ich bin immer für dich da. Mrs. Mitchell, können Sie mir ein Tanzspiel kaufen? Bitte. Ich habe kein Geld, aber ich habe eine Idee. Ich werde dir deinen eigenen Tanz machen. Wenn das Geld knapp ist, kommt der Einfallsreichtum zur Rettung. Eine Prise Kreativität, die richtigen Werkzeuge und Köpfe. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Der nächste Schritt ist, alles zu schneiden. Deine Lieblingsbabysitterin bei der Arbeit zuzusehen, macht genauso viel Spaß. Geschafft! Da bin ich aber froh. Haushaltsanalogien von beliebten Unterhaltungen zu erstellen, scheint ein besonderes Talent von Mrs. Mitchell zu sein. Lass es uns bitte gleich spielen. Sei still! Unterschätze mich nicht! Und die arme Babysitterin ist wirklich nicht zu unterschätzen. Wird sie selbst, wenn sie müde ist, Cindy wirklich unterhalten? Na, bist du bereit für die Tanzschlacht? Weißt du was? Ich gebe auf. Die Laune ist befriedigt. Das Kind hat etwas zu tun. Warum nicht eine Pause machen? Was für ein tolles Spiel. So eine Pinata hat noch niemand gehabt. Ja, geschafft. Da kommen die Gäste. Mach die Tür auf. Hallo alle zusammen. Hey, alles Gute zum Geburtstag. Das ist für dich. Vielen Dank. Danke, dass du uns eingeladen hast. Und jetzt ist es Zeit, Pinata zu spielen. Wahnsinn! Das ist ein tolles Baseballtraining. Jet, du fängst an. Komm schon. Schlag sie so fest du kannst. Schlag zu. Schlag zu. Keine Sorge, mein Junge, du schaffst das. Du solltest lieber auf die andere Seite gehen. Ha, wie findest du das? Jet! Wow, hier sind die Geschenke. Und Mrs. Turner weiß, wie sie Jet eine unvergessliche Party bereiten kann. Ein ganzer Haufen Poppets und Simple Dimples. Ein würdiger Preis für einen wirklich reichen Jungen. Oh, mein Diamant, bist du glücklich? Cindy, Schatz, warum bist du so aufgeregt? Ich will auch ein Poppet oder ein Simple Dimple. Geh und amüsiere dich mit Jet und ich lasse mir etwas einfallen. Wie macht man ein liebes kleines Mädchen glücklich, wenn man kein Geld hat? Das ist keine einfache Situation. Aber Mrs. Mitchell wird alles tun, um Cindy zum Lächeln zu bringen. In der Werkstatt gibt es viele nützliche Werkzeuge und du kannst alles machen, was du willst. Und die pleitegegangene Babysitterin wird diese Gelegenheit voll ausnutzen. Cindy, alles für dich. Darf ich auch mitspielen? Klar. Hier ist eine Torte für das allerliebste Geburtstagskind. Wünsch dir was. Jetzt wird deine Babysitterin helfen, ihn wahr werden zu lassen. Das essen wir zu Hause nicht. Und die arme Mrs. Mitchell denkt nicht an Kuchen. Sie arbeitet sehr hart. Sie braucht auch ein Anti-Stress-Spielzeug. Ah! Das ist lecker. Die Party ist in vollem Gange und der Kuchen ist gleich fertig. Wo ist Mrs. Mitchell? Oh, da bin ich. Wow! Ein riesiger Simple Dimple? Das kann nicht jeder machen. Wow! Meine Babysitterin ist so cool. Es spielt keine Rolle, ob du eine reiche oder eine arme Babysitterin bist. Das Wichtigste ist, dass du dein Kind glücklich machst. Und beide Babysitterinnen haben es geschafft. Aber du musst diese Gleichung lösen. Naja, hast du das nicht im Unterricht gelernt? Haben wir, aber ich verstehe Mathe nicht. Jetzt sei nicht nervös. Ruh dich aus und ich kümmere mich darum. Hallo, wir haben einen Notfall. Du musst sofort zu mir kommen. Oh, sie sind schon da. Kommt rein. Hallo, Jet.
Kein Grund zur Sorge, wir werden diese Gleichung im Handumdrehen lösen. Du kannst dich auf uns verlassen. Irgendetwas passt hier nicht zusammen. Du irrst dich, Mr. Carter. Die Antwort ist 43. Hey, du musst dich beruhigen. Hier, ein Poppet wird dir helfen. Wow, was für eine interessante Erfindung. Wirklich beruhigend. Hey, ich will auch eins. Gib mir das. Hm, diese Wissenschaftler haben auch ein tolles Anti-Stress-Spielzeug. Es ist so gut wie ein Poppet. Oh, was? Das kann nicht sein. Lass mich nachsehen. Juhu, ich habe die richtige Antwort. Schaut, gut gemacht, Jet. Oh, mein Archimedes, der Junge ist ein echtes Genie. Hat dir unser Video gefallen? Dann like es, abonniere unseren Kanal und vergiss nicht, auf die Glocke zu klicken. Wir sehen uns.